Ja, moin und ahoi, mein lieber Toaster draußen. Herzlich willkommen zu einer Special-Folge von GTA Online. Heute bin nur ich und Sören am Start. Oder heute sind nur Sören und ich am Start, muss man ja eigentlich viel mehr sagen. Hi. Wir werden heute ein paar Rennen, Deathmatches und Captures und so Mission, weiter denke ich machen. mal, ja. Und ja, der Dackel und der Easy Race sind heute nicht dabei. Wobei der Easy vielleicht noch später dazu kommt. Ich weiß es nicht genau. Ja, Beim kann er Dackel weiß man nicht, vielleicht. der schläft vielleicht. Ich weiß es nicht, der ist seit gestern Abend bei PSN online. Okay. Ach du Scheiße, sind das für Autos hier? Ja, das ist nur das. Ich habe nur das eine Mal da reingemacht. Das ist übrigens mein eigenes Rennen, liebe Freunde, falls ihr euch fragt. Das habe ich mal irgendwann mal aus Langeweile erstellt. Ich nehme jetzt einfach mal den Injection. Ja, Weil den das ist ja Herbie nur der, ne? getuned. Der getunte Herbie. Ach, kein Nee. Kontaktrennen, natürlich. War das kein Kontakt denn? Ja, Oh, also ich kann ihn nicht berühren. das war nicht meine Absicht. Eigentlich wollte Na, ich na, nur. ja. Natürlich. Und go. Start. In Rockstar Ach, verdammt. Energy Gelb. Stimmt. Ich in Ferrari Rot. Hehe. Naja, oh Gott. Ja, ich habe vielleicht einen Ha, ich war kleinen in dir drin. Vorteil. Das ist mein eigenes Rennen. Vielleicht, okay, vielleicht ist. Ja, du kennst die Strecke, ja. Also, Boah. so oft habe ich das Rennen nicht gefahren, also. Geht's Also, ich denn drück. lang? Ich weiß es gar nicht. Ist es ein langes Rennen? Also, kann ja gucken. So Oh, halb, ne? 40 Kontrollpunkte. Ja, Geht. geht. Warum bist du vor mir? Finde ich nicht Weiß ich nicht. okay. Alter, ich drück den Trigger durch und. Alter. Na gut, ich verfahre mich wahrscheinlich gleich sowieso, weil ich nicht weiß, wo es lang geht. Ich habe es sowieso auch Uah, mittlerweile Baum! vergessen. Ja, Baum! Ach, du auch! Ja, sehr gut! Ah, ich Auf der spawn eigenen neu. Strecke, Mensch! Oh Gott! Doppelschlange. Haarnadelkurve! Ja, Monaco! natürlich. Ey, das wird so peinlich. Hier, mein eigenes Rennen, das wird so peinlich. Na! Meine einzige Entschuldigung, ich habe Oh! es lange nicht mehr gefahren, Alter! also. Was für ein Glück. Ich Ah, habe hier es ja zweimal Bauzäune. gefahren, das Rennen. Ah, das ist keine Entschuldigung. Ich doch gar Zweimal. nicht. Zweimal mit Tobi. Also Tobi, falls du das Video siehst, du erinnerst dich wahrscheinlich an das Rennen. Oh! Ja, das war. Nein! Alter, das ist ja fies. Vollgas durch die Kurve. Das Rennen heißt übrigens Rally Cross, falls es von euch jemand runterladen möchte. Oh Gott. Ist auf jeden Fall ein bisschen anspruchsvoller. Ich werde hier den nächsten Tenner Faust, wenn ich hier. Knapp die Hälfte, ja, ein bisschen mehr als die Hälfte jetzt geschafft und endlich mal Stadt. Und gerade mal 32 Sekunden vorne. Ah, Mist. Sag doch, ich bin der nächste Tenner Faust, sag ich doch. Oder Ken Block, je nachdem, wie ihr lieber mögt, könnt ihr euch aussuchen. Das sind Wäre mir die natürlich gut. einzigen beiden Rallye-Cross-Fahrer, die mir einfallen, deswegen. Also Rallye-Fahrer kenne ich ja einige, aber. Rallye-Cross aber. Rallye-Cross ist Rallye Ja. ist ja was anderes. Rallye-Fahrer kenne ich Naja. auch einige, aber. WRC und Rallye-Cross sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe, so gesehen. Ja gut. Also, ganz ehrlich, dieses Auto sieht ein bisschen aus wie so ein ferngesteuertes Auto. Gerade auf der Pferderennbahn, da sieht er so klein aus. Das stimmt. Mit Federin, ach, er ist schon gleich fertig. Und das mit meinem Uah. Alter, das ist so peinlich. Das Auto erinnert mich gerade an dieses Spiel, was es in meiner Jugend gab. Wie heißt das? Hast du auch so ferngesteuerte Autos gefahren? Ich glaube, von Sierra war das damals Ich Ziel. habe viele ferngesteuerte Das war Autos. so Ich habe geil. einen ferngesteuerten Hammer H2 gehabt. Ich habe einen ferngesteuerten Ja, ich meine, Smart jetzt ein gehabt. Computerspiel war das. Das War ist gut. richtig cool. Da konntest du so. Ey, total schlicht. Heute wird das keiner kaufen, aber. Es war einfach so geil. Ja, Kann war sein. So. Was ich meine Kindheit gesuchtet habe, ich muss es leider zugeben, war von Mulan so ein Spiel. Videospiel. Oha. Was habe ich denn? Pokémon. Ohne Ende Oh, bin ich Pokémon. noch reingekommen? Bin ich noch. Ja, Oh, in der bist du letzten doch, glaube Sekunde bin ich. ich reingekommen. Alter Ach, Finne. Glück muss man haben, Mensch. Ah, gibt ja ein bisschen Geld dafür, das ist in Ordnung.
Soll ich jetzt mal so fies sein wie du mal bei meinen Rennen und so? Ja, bei deinem Destination Kunde muss ich ja irgendwo ducken. Also, ich meine, hallo? Das war einfach eine Nachstellung von dem Original damals, weil es das gerne nicht mehr so gibt. Zumindest, es wurde ja mal erstellt. So. Der Gewinner entscheidet, welches Rennen. Ich komme auf zufällig. Ja, mach ich dann auch mal. Sehr schön. Zufällig. Mal gespannt, was da jetzt kommt. Oh. Hast du noch dieses Stunt-Rennen? Hast du downloaden, ne? Ja. Dafür können wir vielleicht mal das nächste Mal vielleicht mal machen. Oh ja. Das ist was wir in der letzten Folge gemacht haben, ne? Also, ja doch, bei Also mir zwei auch. Stück Nee. hatten wir ja mal gemacht. Ja, also diese, was wir mit Eins Mario jetzt gespielt haben, ja. hatten wir nicht aufgenommen und eins hatten wir, glaube ich, Also aufgenommen. dies mit den weiten Sprüngen meinst du? Ja, genau, diese Loopings und weiten Sprüngen und genau. Ja, wie rennt es? Eins hast du aufgenommen und eins hatten wir nicht aufgenommen, genau. Rebel Rodeo. Habe ich auf jeden Fall Ach, schon das das Rennen. Rebel Rodeos kenne ich auch, glaube ich. Oh Ach, Gott. Ludi Sultan, okay. Dann nehme ich natürlich wieder Rockstar Energy Gelb. Kein Product Placement. Nein, überhaupt nicht. Katsching, katsching. Währenddessen trinke ich Red Bull. Nein. Also Ich Spaß, trinke mein Wasser. ich trinke dafür wirklich kein. Ich kriege dafür wirklich kein Geld, Leute. Also ich würde es annehmen, klar, aber. Ja, wer wird das nicht? Red Ach, Bull ein vielleicht für. Pink. Wo bist denn du? Hab ich Geht. gar nicht gesehen. Ja, ich habe jetzt mal Pink genommen. Hä? Ich sehe dich gar nicht. Wo bist denn du? Ach, da startest du. Hä? Ja, so, Doch, wir sind links in der hinter. Pampa und ich bin da über so eine Oh Gott. Parkbalken gefahren. Da kann man auch gut driften mit dem Ding. Ja, scheiße, ich hätte eigene Fahrzeuge. Ich habe den getuned, hätte ich mal nehmen sollen, verdammt. Ach so, so einer. Hätte ich mal nehmen Er setzt sollen, einen Kontakt. Oh, verdammt. das ist ein Kontaktrennen, scheiße. Geht Ja, das wieder natürlich, los? sollte ich doch. Hat geklappt. Ah, Moin. jo. Ich glaube, ich erinnere mich. Ja, ich erinnere mich auch, das hatte ich auch schon mal gespielt. Auch mit Tobi natürlich. Oh, wie lange ich mich. Oh. Wie viel ich mit Tobi schon hier GTA Online gespielt habe. Einmal, wir haben, glaube ich, um 18 Uhr angefangen und haben irgendwann um 4 Uhr morgens habe ich aufgehört. Oh Gott. Aber das ist nicht schlecht. Also so lange habe ich noch nicht gespielt. Also, Glaube ich. Tobi, Also doch, klar, aber. falls du siehst, Tobi, ich glaube, du erinnerst dich auch daran. Also, Oh, ich nehme vielleicht alles mit hier. am nächsten Tag haben wir uns auch schon wieder um 10 oder 11 Uhr getroffen. Deswegen haben wir uns mal getroffen, deswegen weiß ich nicht mehr. Aber wir haben uns eh vor dem gleichen Tag, haben wir uns um 10 oder 11 Uhr wieder getroffen. Und wir sind gar nicht schlafen gegangen, weil wir die ganze Zeit über Skype weitergeschrieben Oh, haben. sorry. Oha. Also haben Ist wir. Tobi nicht mehr. Als wir das einmal aufgenommen haben, ist vor einem Jahr, ist Tobi da nicht sogar noch eingeschlafen? Oder Stimmt. warst du das? Nee, fuck, Nee, nee. es war Tobi, Tobi, da ganz am Ende, war ja, ganz am Ende, ich erinnere, ja, stimmt. er. Ja, der war aber auch müde, er hat den ganzen Abend dafür gearbeitet, so. Ja, gut, kann ich auch verstehen. Es war ja auch eine Ja, relativ lange klar. Zeit. Es war ja auch ziemlich lange, es war auch von 20 bis 3 Uhr oder so. Ich muss Ja, leise kommt sein, hin. mein Vater schläft gleich, steht gleich auf. Stimmt, ja. Oh, das war echt gut. Also mein Vater hat Das hat sogar, Spaß gemacht. mein Vater hat zweimal. Scheiße, genau die an die Balken bleib ich hängen. Mein Vater hat wirklich zwei, dreimal an der Tür geklopft. Ich will schlafen, ich muss gleich aufstehen. Ich so, Hab ich gar nicht mitgekriegt. ja, der war Hatte ich auch gar ganz nicht leid. mehr. Ja, der war auch leid, ich habe auch gesagt, dass ich auflege. Also. Ach so, ja gut. Ja gut, dass ich jetzt alleine wohne, von daher. Das stört, ja, mein Ja, Nachbarn vielleicht, aber. würde ich auch gerne alleine wohnen. Also. Ja, es hat schon Vorteile, aber auch Nachteile. Ja, ich wollte gerade sagen, hat Vorteile, aber auch Nachteile. Dann kannst du die Haus erteilen, zum Beispiel. Nachteil. Vorteil natürlich, man kann laut sein, man kann machen, was man will. Aber Ja, natürlich auch, gut. natürlich auch Auf die Nachteile. Nachbarn. Die Nachbarn muss man natürlich auch Rücksicht nehmen, irgendwie, aber. Ach, Nachbar, Ich meine, Nachbar, am Wochenende Nachbar. geht das ja sowieso. Nachbar. Also, hier hat sich noch nie einer beschwert. Also, Ich meine, so laut bin ich. Oh, unsere Nachbarschaft ist sowieso ganz locker, also entweder sind wir laut, unsere Nachbarn neben uns oder die anderen neben uns laut, also irgendjemand von uns ist immer laut in unserer Nachbarschaft. Und keiner ruft irgendwie die Polizei rum. Gegenüber von uns so ein
Yay! Das ist so ein Block, das einmal die Woche lauten muss, die Klasse. Nicht schlecht. Ja, bei uns haben wir. Ja, gut, Musik haben wir auch ab und zu mal, aber sonst. Geht. Es hält sich in Grenzen bei uns. Und nicht Ein wie gut bei ruhiger uns. Ort, ne? Und nicht wie bei Tobis Geburtstag einmal, wollte einer fast die Polizei rufen, also ich liebe das. Oh Mann, ey. Easy schreibt schon wieder, oh Mann. Was will er denn? Er fragt, wer alles am Start ist. Ja, du und ich, ne? Ja. Ja, aber Rennen hat er ja wieder sehr große Vorteile, der Easy Racer. Ja, stimmt. Da schreibt das mal, dass er 7 Minuten zukommen kann. Aber aus 7 Minuten auf 4, dann kann er 7 Minuten selber dazukommen. Ja, der nimmt gerade Forza auf, deswegen. Ach so, okay, das passt dann, ja. Also ich weiß nicht, vielleicht kommt er danach noch mal. Warte, ich suche jetzt mein Rennen aus. Ach, Warte. willst du jetzt? Okay. Toll. Ich nehme mal das. Das Freeways an. von Los Santos. Ja gut, dann nehmen wir das mal. Ich habe alle schon gemacht, überall ist ein Haken, deswegen. Ich glaube, ich hatte gar keinen Haken. Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich habe nicht drauf geachtet. Das ist ganz geil, dass du so einen Haken gemacht haben, was man schon Ja, gemacht hat oder was nicht. das war eine gute Neuerung auf jeden Fall. Supersportwagen, nehmen wir mal, ne? Das klingt ganz gut. Ich habe zwar keinen getunten, aber. Punkt zu Punkt, eigene Fahrzeuge mache ich mal aus. Das ist Kommt das nett. auch? Warte. Kann man gar nicht, kann ich gar nicht auswählen. Doch, Was? da. Ein, aus, so. Jawohl. Sehr schön. Obwohl ich glaube, ich habe so einen Supersportwagen, ich habe ihn nicht getuned, weil es einfach viel zu teuer ist. Außer Was geht? Stoßstangen und Farbe vielleicht, aber. Wenn du Okay, jetzt voll habe ich. tunst, Jetzt habe ich ein 400.000. bisschen Geld, okay, aber. Ja, mal gucken, ob wir jetzt die Heißmission auch noch beenden können mit Na, dem Dackel. Dackel. Das ist jetzt. Ist ja derselbe Spieler, aber. Ich hätte mich so in den Arsch gebissen, ey. Alter Vater. Ja, ich hatte das ja schon auf mehreren Konsolen durch, das Thema. Das mein erster Konto auf der Xbox 360 hat das durch. Hier musste ich ja neu anfangen auf der PS4. Das ist, Das ja. ist. Also bei mir gehen die Charakter übertragen eigentlich problemlos. Das hat bei mir gar nicht geklappt, aber. Ist Problemlos, jetzt auch. so. In 5 Minuten oder so war ich durch. Mich ärgert es halt wegen den ganzen Autos, weil ich hatte halt viele und Ja. den ganzen Supersportwagen hatte ich voll getunt, das war. Ja, war egal. Ah, fuck. Oh, Mist. Ja, ich auch. Bin in der Ego-Perspektive. Ach, finde ich jetzt gar nicht. Das ist besseres Rennfeeling auf jeden Fall auch. Aber ich baue so viele Crashs an, oder? Wow! Boah. Du mal üben für Project Cars. Nicht für her, für die RC5. Und demnächst für Dirt 3 Boah. werde ich machen. Ach, willst du es jetzt machen? Hast du dich Dirt 3. entschieden? Boah. Auf PS3, ja. Wieso? Das ist gut. Ich brauche auch eine PS3 wieder. Hauptsache, Mist. Wow. bei WNC4, da konnte man meinetwegen so ein Team erstellen, meinetwegen du und ich, meinetwegen ist es als Ach so, Rallye-Team. ja. Also Und so die wie. Namen, die standen richtig auf dem Auto drauf, auf Das ist geil. WNC4. Auf WNC4 zumindest. Ich hoffe, bei WNC5 wird das auch so sein. Ja, da gehe ich mal von aus. Ja, ich auch. Ich meine, ich finde das ja bei Formel 1 jetzt zum Beispiel schon doof, dass die Nummern nicht gewechselt haben oder so, als es Ja. noch nach der Rangliste ging, so richtig und so. Oder Ja. dass es da nicht mal einen Fahrerwechsel gab innerhalb der Karriere, dass da die Fahrer immer beim Also, gleichen Team waren. ich muss ehrlich sein, alle Ja. Formel 1 Spiele haben mich jetzt nicht doof im Hocker gehauen. Also bis auf das 2014 fand ich eigentlich alle relativ cool. Aber ich freue mich jetzt auf dieses 5, auf das 15. Also ich habe da jetzt die ersten Screenshots, Alter, das ist schon geil. Ja. Mit Startaufstellung Ja, richtig und allem, klar. weil es ist geil. Ich Boah! muss. Haha! gegen Wow! diese Ja. Leitplanke, würde ich sagen. Gut. Alter, er rammt mich schon wieder von hinten. Wieder nicht, Boah, Wow! Alter! Sorry! Ja. Ist klar. Gibt Rache. Ja, deshalb bin ich wenigstens Erster, ja, also. Ja, so kurz vom Ziel auch noch. Wie dreist ist das denn, ey? Geht ja mal ja nicht, ey. So viel Kohle gibt's dafür gar nicht. Nö, ich krieg jetzt 1000.
170, also es geht. Es hält sich in Grenzen. So. Da freut sich der Harald. Klar. Das sind alles Rennen, die ich schon gemacht habe, Alter, ey. Boah. Aber komm, dann lass uns das nochmal machen und dann können wir die erste Folge abhaken, also abhaken, was heißt abhaken, beenden. Ja. Das Rennen ist auch schon mal, das Rennen ist cool. Ja, stimmt, das ist cool. Das hat selbst Tobi gesagt, das hat selbst Tobi gesagt, obwohl er das Haus hoch verloren hat. Ja, das ist halt mit dem... Bockt. Geländewagen beide natürlich, sonst... Ja, mit dem Patriot, das, wer ist denn der Patriot nicht, doch, kann ich hier nur. Hä? Wer ist denn der Patriot nicht? Nee, Patriot ist der Hammerverschnitt. Ja, wie heißt denn der hier, der Monster Truck halt. Der ist so cool. Es gibt ja zwei Monster Trucks. Einmal den Marshall mit den Flaggen hinten dran und den anderen mit den Flaggen dran. Wie der heißt. Ja, stimmt. Diesen amerikanischen, die amerikanischen. Ah, der Liberator, Marshall. Genau. Liberator heißt der. Huh? Ich habe eigentlich Sanchez getuned. Ach, Sanchez getuned kann ich. Marshall, nee. Insurgent, Alter. Ja. Nee, ich glaube, der Patty macht am meisten Sinn, glaube ich. Liberator. Marshall geht auch noch, ja. Den kriege ich, den habe ich zum Beispiel nicht. Weil mir da dieses blöde Update fehlte. Mann. Diese mich ja wirklich die Schwedenflagge, nicht wie letztes Mal Costa Rica oder was ich da hatte. Wie konnte ich da. Nee, ich konnte. Nein, nicht beenden. Konnte ich nicht ändern. Ah, nee, ist der Liberator wieder, ja. Zwei Monster Trucks ist also. USA gegen Schweden. Das Ganze gleich aus der Ego-Perspektive wahrscheinlich auch noch. Oh je. Nee, doch, ja. Ah, boah. Der sieht ja geil aus einer Ego-Perspektive. Ja, die sieht geil aus, stimmt. Oh. Geil. Den sollte man aber in der Ego nicht fahren, das ist richtig schwer. Hat bei dem ist es wirklich schwer. Hat das eigentlich immer den Stellplatz aus Rockstar Games? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, das ist so geil. Aber ich kann mir vorstellen, dass das von Rockstar ist. Boah, ich hab extra Flip geachtet. Wow. Und weg ist er. Oh, Baum. Da bin ich wieder. Nein! Der zieht ganz schön, das ist cool. Ja, der Arsch ist auch mein. Boah, Zug. Ja, Geschwindigkeit ist nicht alles, ne? Also. Nee, das stimmt. Ist auch fast schon schwer, also schwerer mit viel Geschwindigkeit, mit Torgeschwindigkeit mit dem Ding umzugehen. Ja. Also. Also irgendwie macht meiner Breakdance aber kein Auto, kein Rennfahren hier. Ist doch. Alter, Baum. Ey, komm. Boom. Schon wieder. Ey, Baum. Immer diese Bäume hier. Kennst du die Film Bär, Bruder? Den Film, ja. Ja, die beiden Elche. Ich seh, bevor du nix siehst und das ist, Boom. Oh Gott. Yo. Aber wie lange ist das denn jetzt schon her, Alter? Das ist ja. Ich seh, was du nix siehst und das ist groß. Boom. Wieder Technik. Obwohl die eigentlich einen dänischen Dialekt haben, die beiden Elche. Und es in Dänemark keine Elche gibt, ne? Voll strange. Ja, gut. Ist aber halt, ne? Aber es auch für die Deutschen klingt das skandinavisch, ne? Also. Ja. Ja, ist ja immer so halt. Man muss es ja auch noch verstehen können, halbwegs. Ja. Also Kinder sollten es auch verstehen, das ist ja das Problem. Weil es ja relativ noch so Kinderfilm-mäßig eigentlich. Ja. Obwohl man ist nie so alt für Disney-Film. Das stimmt. Für Disney-Film, für SpongeBob ist man nie so alt. Nee, für SpongeBob sowieso nicht. SpongeBob ist geil. Ja. Ich mach heute Party! Machst du heute Party, Frederik? Ich mach heute Party! Machen Sie heute Party, Mr. Krabs! Also die ersten 5 Staffeln hier auf DVD. Ich hab auch irgendwo die ersten 4, weil ich auch irgendwo rumliegen, ja. Das ist echt. Das ist eine der besten Kinderserien überhaupt. Ja, oder auch DuckTales. Obwohl manche. Manche sehen, was SpongeBob verstehen Kinder nicht. Ja, das stimmt. Weil zum Beispiel, es gibt eine Folge. Folge ist das, worum geht es da? Es geht der Baum. Irgendwie, wer das Krabbenburger-Rezept gestohlen hat, ne?
Ja. Das spielt so Patrick und SpongeBob spielen so Detektive oder Polizisten. Genau. Und dann interviewen sie Gary, also die Schnecke, ne? Ja. Und Patrick soll ein Phantombild zeichnen. Und da sagt Gary, mau, 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 mau. Sie zeichnen so ein Bild. Das Bild stellt Thaddäus dar, wie er an Krabbenburger ist, wie David Hasselhoff besoffen diesen Hamburger gegessen hat. Stimmt, das fällt mir jetzt erst Ja. auf. Das verstehen kleine Kinder halt. Ich habe mich so weggeschmissen. Ich habe die Folge das erste Mal gesehen, meine Eltern waren auch da. Ich habe so laut gelacht. Weißt Hätte er das nicht gesagt, ich wäre da nie drauf gekommen, glaube ich. ich habe da so laut gelacht. Oh, Alter. Nein! Ja! Nein! Ja! Scheiße, ich kann am Ziel vorbeifahren. Ich dachte, du schubst mich noch rein. Mann. Ach, Genau, ich habe da so laut gelacht. Meine Eltern oder meine Mutter kam in die Stube rein, oder war in meinem Zimmer war ich. Meine Mutter kam in mein Zimmer und fragt, was hast du, hat die gefragt. Ich hab minutenlang mich ausgeschüttet vor Lachen. Ja, das glaube ich. Also, da wäre ich echt, wenn ich runtergucke, das mir nie aufgefallen. Ja, meine Freunde, Ja. obwohl das eine Rennen müssen wir noch, das eine Rennen müssen wir noch machen. Was Das müssen wir ist nochmal? geil. Ach, kriminell schnell. Ja, das geht Das ja ist auch geil. relativ schnell, ja. Ja. Das Also Rennen, nicht, was ich meine schon lieben mal. Freunde. Das habe ich schon mit 99 Runden gefahren. Oh Gott. Auf jeden Fall, manche sehen, die können Kinder gar nicht verstehen. Nee, das stimmt. Auch wenn jetzt die Dinos kennst du ja wahrscheinlich auch. Ja, oh, die Dinos, ja, sehr geil. Ja, weil das ist Sehr, sehr, ja. sehr, sehr geil. Ursprünglich ist es ja nicht mal eine Kinderserie gewesen, sondern für Jugendliche. Weil da Ah, sind ja ich weiß. so Themen wie, dass der eine nur noch Gemüse ist, ne? Und so. Und das implizieren die halt mit Drogen und so. Und Ja. sowas halt alles. Und mit, da will das Mädchen einen größeren Schwanz haben, was dann eigentlich. Und es klingt jetzt scheiße. Ja, klar. Im doppelten Sinne, aber. Und dass halt mit Körperveränderung nichts gemacht ist, dass man dann immer noch der gleiche ist und so. Und Aber da denken was ich Kinder nicht auch dran. gefeiert habe, was du sagst, DuckTales, habe ich Ja, damals tierisch gefeiert. das auf jeden Fall. Das ist immer noch geil. Oder Chip und Chap. Oh, bei uns ist Feuerwerk. Ja, bei mir auch. Bei mir böllert auch jemand rum. Was ist denn los? Hast Hört du auch was irgendwas? gewonnen? Hey! Stimmt. Oh, Chip und Chap habe ich damals gefeiert, wirklich. Oh ja, Ritter des Rechts. Oh, das war geil. Chip und Chip, Chap, Chip, Chip Chip, Chip und und Chap. Chap. Ritter des Rechts. Oder Disneys große Pause, das war meine Ja, 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 absolute stimmt. Oh ja, das fand ich auch geil. Oder typisch Andy damals auch. Ja. Oh, typisch, ja, sehr geil. Muss ich sagen, finde ich jetzt nicht mehr ganz so toll, aber damals war es, oh, Entschuldigung, wirklich cool. Aber meine Lieblingsserie war damals wie Disneys große Pause. Und wo mir denn die Ja. Petzl, Randy, die tat mir am Ende wirklich irgendwann leid. Oh, fuck. Wow! Die tat mir am Ende wirklich leid. Wieso? Weiß nicht, da tat mir am Ende wirklich irgendwie so ein bisschen leid, aber. Ich glaube, die letzte Staffel war das. Hat er sich hier mit allen zusammen an. Oder war das der Film? Da hat er sich hier mit allen angefreundet, mit diesem TJ und so weiter. Ja, das war der Film, glaube ich, ja. Die erste Naja. oder zweite Film, da hat er sich mit denen irgendwann angefreundet, ich glaube ja. Was ist hier? Sorry, aber ich will jetzt wissen, was hier. Ich will eigentlich wissen, was hier los ist. Warum jetzt hier Feuerwerk? Bei Weil mir auch. ich wohne jetzt nicht in Hamburg und so, ne? Also. Ich wohne wirklich gut 300 Kilometer auseinander und wo ist Feuerwerk? Irgendwas muss das ja bitte. Nein! Ist Ich heute. bin Warte ich mal, habe was? ich habe Tag? mit der Kumpeline auf WhatsApp geschrieben, ne? Ich Ja. schreibe, Hilfe, hier zünden irgendwelche Böller. Und weißt du, was sie schreibt? Hier auch. Die wohnen vielleicht höchstens 10 Kilometer auseinander. Sie schreibt, das wollte ich auch gerade schreiben. Was ist denn nur? Ich verstehe das jetzt echt nicht. Also wirklich so strange manchmal. Also ich geh jetzt. Wo bist du? Alter, du bist voll weit weg. Guck gleich mal in der Aufnahmepause, was los ist. Also bei Google, irgendwie muss ja was sein heute. Also Feiertag ist ja Sommer hat nicht. gewonnen. Ja, dann feiern die ja bei uns nicht unbedingt. Ich meine, auch hier gibt es mehr Hamburg-Fans als andere, auch wenn wir näher an Hannover dran sind, aber trotzdem. Der Meine, Hannover hat immerhin ja ist hier. verloren. Ja, das finde ich ausnahmsweise mal gut. Ich leide auch, so leiden so unsere
grün-schwarz-weißen Fans tut, aber... Ah, das ist aber... Ja. Ja, Hannover hält auch die Klasse, da bin ich auch froh für euch. Ja, in der Relegation, aber... Hannover schafft die Relegation, ja. Ja, wir bleiben direkt drin, dann passt alles. Und Hannover schafft die Relegation. Und Arminia haut Mittwoch Arminia steigt Wolfsburg raus. Auf, Holstein Kiel auch. Ja, Arminia haut erstmal Wolfsburg raus und wird Pokalsieger und fertig ist es. Ja, Bielefeld und Kiel steigen, Arminia und Kiel steigen in die zweite Liga auf. Und ja, das sowieso. Gut. Und Darmstadt wird erstklassig, das wird auch toll. Was ich... Oh, jetzt gehen die Hater-Kommentare los. Weil kommt wieder mit Leipzig. Schade, dass RB nicht aussteigt. Finde ich einfach schade eigentlich. Die hätten... Wäre schon lustig in der ersten Liga gewesen auf jeden Fall, aber... Mhm. Also ich bin jetzt auch nicht... Ja? Obwohl es wieder Hater-Kommentare riechen wird, aber... Ja gut, ist klar, mit Tradition hat das nichts mehr zu tun, aber... Ja, aber... Ich meine, ich bin jetzt auch einer, der sagt... Mit Tradition alleine kannst du keinen Bluttopfen mehr gewinnen, das ist ja das Problem. Das ist richtig. Ich meine, im Grunde genommen ist alles Fußball, überall steckt Geld hinter. Allein, guck mal, in anderen Ligen ist es ganz normal. Guck mal, in Frankreich, USA, Australien... England, ja. England, da gibt es fast nur Franchise oder... Richtig. Oder, Ja, USA ist ja nur Franchise. Ja, die Major League Soccer und die Australian K-League sind fast nur, das sind nur Franchise-Vereine. Ja, es ist, ja gut, in Deutschland ist ja halt noch diese 50+1-Regel und alles dieser Quatsch. Die verstehe ich irgendwie nicht ganz, was heißt diese 50+1? Ich habe es nur durchgelesen, aber ich verstehe zwar, was es heißt, aber ich verstehe den Sinn dahinter. Ja, der Verein da, der, also es darf einer der... Jetzt zum Beispiel, hier, wie heißt denn der? Hier der Hoffenheimer Hopp, nee, Hopp, heißt der Hopp, Hopp, Hopp. Dietmar Hopp, ja. Genau. Der darf halt nur 49% des Vereins haben, dass der Verein ich halt weiß, 50+1 hat und weil mit 51% hat der Verein immer noch die Oberhand. Und ich, so kann ich weiß das schon, er halt nicht über alles was, entscheiden was und so. Was spricht dagegen, wenn jetzt Red Bull und Dietmar Hopp, bleiben wir mit Dietmar Hopp, Hoffenheim ganz gehört? Also. Ich sehe da kein Problem. Also. Ja, wo das Problem ist, weiß ich auch nicht. Aber es ist halt wegen finanzieller Gleichberechtigung in Anführungsstrichen. Ja, ob das gut, nicht. Aber... Ich meine, sonst, wenn das jetzt wirklich alles so durchkommen würde, dann würden Red Bull, Hoffenheim, Wolfsburg, Leverkusen, würden die vier um die Meisterschaft mitspielen. Bayern wird da gar nichts mehr mitzusagen haben. Die würden sich dann Audi München nennen. Da wird Telekom. Oder Telekom, ja. Einsteigen. Meine, was würde Hamburg machen? Ja, gut, Kühne, ja, Hamburg, Kühnage. SV. Na gut, ja. Das heißt ja VfL Wolfsburg, das heißt ja nicht Volkswagen Wolfsburg. Also ja, das ist richtig. Deswegen verstehe ich auch ja, nicht. Es heißt ja TSG Hoffenheim und nicht SAP Hoffenheim. Richtig, und da finde ich jetzt wieder das Unding, dass die DFL sagt, wir wollen nicht Red Bull, aber dafür Bayer Leverkusen lassen. Die haben das Bayer-Logo auch noch in ihrem Logo drin. Das Ding ist, es ist in der Werkself. Die haben das, Ja. Aber wenn dann Gleichberechtigung. Gewohnheitsrecht haben die. Ja, aber das finde ich wieder ein Unding. Es gibt einen zweiten Bayer-Verein. Wie heißt der? Weiß ich nicht. Weißt du, es gibt auch Opel Eisenach. Gibt es auch sogar. Oha. SV das weiß ich nicht. Opel Eisenach. Die spielen, glaube ich, irgendwo in Sachsen in der Kreisliga oder. Ach Kreisliga. Ja, gut. Da sind die Werksvereine die richtigen, ja. Ja, meine lieben Freunde, schreibt es in die Kommentare. sollen wir, so wie die Major League Soccer und die australische Liga, sollen wir, ist das die Zukunft, ist das nicht die Zukunft? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Ob ihr also ich sag mal, das ist die Zukunft und ob sie richtig ist, ist die Frage. Ich denke auch eher, dass es die Zukunft ist, aber schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Ist es die Zukunft? Denkt ihr ja? Leidet? Denkt ihr ja zum Glück? Denkt ihr nein, auf keinen Fall? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin wirklich sehr auf eure Meinung gespannt und wir sehen uns dann hoffentlich in aller Frische in der nächsten Folge wieder, während der Sören ein Lachflash bekommt. Wie geil war das denn? Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sage ich, haut rein, Leute. Ciao. Mit V.